wir generell alle von unterschiedlichen Musikrichtungen. Das heißt, egal von Klassik, Jazz, Pop, Rock, Metal, da war eigentlich alles dabei, also ganz breit gefächert. Und das hilft uns auch, dass wir eben so eine Vielfalt in der Musik auch drin haben, was im Indie-Pop perfekt umzusetzen ist. Es bringt jeder sein Viertel ein. Wir sind eigentlich eine sehr homogene Gemeinschaft, freundschaftlich wie musikalisch. Sagt, der Spaß an der Musik ist definitiv im Vordergrund. Wir machen das, es ist einfach ein Hobby, was wir da ausleben, und so gesehen machen wir uns da auch nicht irgendwelche größenwahnsinnigen Ziele und haben es da relativ einfach am Boden zu bleiben auch, einfach weil wir nur das Hobby ausleben wollen und dann quasi diese Ziele, die wir uns bandmäßig setzen, einfach vom Boden aus angehen und nicht gleich auf Überflieger da irgendwo hinsteuern. Ich meine, dass man trotzdem den Traum hat, irgendwann einmal in der Arena in Wien vor Editors zu spielen oder sonst irgendwo, den kann man natürlich nicht wegdividieren, ja. Bei uns ist eigentlich, glaube ich, die gesunde Mischung aus Realitätsbewusstsein und dem musikalischen Traum. Ja, wir haben Freude daran, dass wir spielen können, und was sie ergibt, das ergibt sie, und wer weiß, vielleicht kommen wir ins Halbfinale. Uns würde es sehr freuen, und alles, was darüber hinaus ist, ist ein Bonus, der schön ist. Ja. Don't she want to feel this? I'm coming up.